Das ist der Moment, in dem SpaceX ihren Super Heavy Booster mit den Armen des Startturmes aus der Luft fängt. Hier sehen wir diesen Vorgang aus der Perspektive des Boosters, der sich mit hoher Geschwindigkeit und einem steilen Winkel dem Turm nähert und genau im richtigen Moment all die richtigen Dinge durchführt, um präzise auf den dafür vorgesehenen Schienen aufzusetzen. Der erste Versuch, den Booster zu fangen, hat einwandfrei geklappt. Das war allerdings nur eines von zwei bahnbrechenden Testzielen. Der andere Teil dieser Mission war mindestens genauso beeindruckend und spannend. Die Starship-Oberstufe erreichte eine orbitale Geschwindigkeit auf einer suborbitalen Bahn und schaffte den gnadenlosen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Unversehrt oder mühelos? Das war hier nicht die Sprache der Mission. Atemberaubend trifft es besser. Aber fangen wir am Anfang an. Im Morgengrauen des 13. Oktober 2024 hob ein Starship-Stack, wie auch bei den vorherigen vier Testmissionen, vom Pad A in Starbase Texas ab und beschleunigte gen Himmel. Zu sehen waren zunächst alle 33 gesunden Raptor-Triebwerke, die den Super Heavy Booster antreiben. Über den Aufstieg gibt es nicht viel zu sagen, außer dass er wunderschön und problemlos verlaufen ist. Der lange Schatten, der hier zu sehen ist, wird von der noch tiefstehenden, aufgehenden Sonne und der Abgassäule erzeugt. In der anderen Ansicht sieht man den Booster mit seinen Gridfins, die für die Steuerung beim Wiedereintritt wichtig sind, und einen der zwei Pins, auf denen der Booster einige Minuten später aufsetzen wird. Nach knapp 2,5 Minuten und einer Höhe von 64 Kilometer werden die meisten Triebwerke des Boosters sequenziell, also in Gruppen, heruntergefahren, bis nur mehr die innersten drei Triebwerke feuern und leiten somit das sogenannte Hot Staging ein. Das bedeutet, dass die Oberstufe ihre Triebwerke hochfährt, während die beiden Stufen noch aneinander hängen. Das ist wesentlich komplizierter, als es sich anhört, und bringt viele Probleme mit sich, die SpaceX allerdings schon gelöst zu haben scheint. In der Videobeschreibung unten findest du ein detailliertes Video zu diesem Hot Staging-Vorgang. Während des Hot Stagings waren die SpaceX-Teams damit beschäftigt zu evaluieren, ob der Zustand des Boosters, Turmes und seiner Arme soweit gut genug war, um einen Fangversuch zu wagen bzw. einzuleiten. Für den Landeversuch war ein manueller Befehl erforderlich, der das Go für den Fangversuch gab, sonst wäre der Booster wie auch beim letzten Flug an einer vordefinierten Stelle im Golf von Mexiko gelandet. Kurz nach dem Hot Staging dann kam das Go für den Landeversuch. Wobei hier noch anzumerken ist, dass der Booster bis zum letzten Moment eine Stelle im Wasser anvisiert und erst in allerletzter Sekunde, wenn alles planmäßig verläuft, sollte der Booster zum Turm umschwenken und in die Arme des Turmes fliegen. Das sollte verhindern, dass gröbere Schäden an der Infrastruktur entstehen, sollte der Booster versagen. Direkt nach der Stufentrennung fuhren die 10 Triebwerke des inneren Ringes am Booster hoch und fingen mit dem sogenannten Boost Backburn an. Diese Zündung bringt den Booster in eine Flugbahn in die Nähe der Startanlage. Allerdings hatte der Booster noch so viel Moment, dass er weiter aufstieg, bis er eine Höhe von etwa 96 Kilometer erreichte. Während sich die Oberstufe unter Antrieb seiner 6 Raptor-Triebwerke auf den Weg Richtung Orbit machte, konnte man hier in dieser Ansicht vom Schiff in der Ferne sehen, wie der Booster feuerte. Der Boost-Backburn dauerte etwa eine Minute. Hier sieht man wunderschön, wie zunächst 10 Triebwerke abgestellt werden. Die innersten 3 feuern noch einige Sekunden und werden dann schließlich 3 Minuten und 41 Sekunden nach dem Start zum ersten Mal heruntergefahren. An diesem Punkt beginnt auch der freie Fall des Boosters. Im Gegensatz zu den Falcon 9 Boostern, die vor dem Eintritt in die dichten Schichten der Atmosphäre bei ca. 50 km Höhe einen sogenannten Re-Entry Burn durchführen, fällt Super Heavy bis zur Landezündung frei und steuert nur mit seinen Lageregelungsdüsen und Gridfins. Auch direkt nach dem Boost-Backburn sieht man, wie der Booster den Hot Staging Adapter abwirft, der in dieser Phase der Entwicklung nicht wiederverwendet wird. Im finalen Design wird nichts mehr weggeworfen. Aber mehr dazu in meinem Hot Staging Video. Wenn Falcon 9 diesen Re-Entry Burn nicht durchführen würde, würde die hohe Geschwindigkeit beim Wiedereintritt zu schweren Schäden führen. Super Heavy ist allerdings etwas robuster gebaut und kann diese Kräfte absorbieren. Der Booster hat einen Durchmesser von 9 Meter und ist etwa 71 Meter hoch.
Dadurch kann er einen minimalen Auftrieb erzeugen, wenn er im richtigen Winkel zur Erde fällt. Die außen angebrachten Abdeckungen helfen dabei. In Kombination mit den Gridfins ergibt das anscheinend enorm präzise Steuerautorität. Nach etwa 5 Minuten und 50 Sekunden beginnt der Triebwerksraum erneut zu glühen. Am besten ist das auf den Aufnahmen von Everyday Astronaut zu sehen. Später haben wir Bilder von SpaceX bekommen, die deutlich zeigen, dass die Triebwerksglocken wohl doch noch nicht robust genug sind, dass sie diesen Teil der Mission unbeschadet überstehen. Einige der Triebwerksglocken sind deutlich verbogen, was jedoch verhältnismäßig leicht zu beheben sein dürfte. Wenn du genau hinsiehst, erkennst du, dass hier nicht die Triebwerke, sondern der Bereich dazwischen glüht. Das ist, weil der Booster die Luft vor bzw. unter sich so stark komprimiert, dass sie sich erhitzt und für dieses Glühen sorgt. An dieser Stelle wird die Atmosphäre immer dichter und die Geschwindigkeit nimmt immer schneller ab. Die Gridfins erhalten dank der dichter werdenden Luft immer mehr Steuerautorität. Bei etwa 5 Kilometern hat der Booster so viel Geschwindigkeit abgebaut, dass sich die komprimierte Luft nicht weiter erhitzt. Stattdessen beginnt der Triebwerksraum abzukühlen. In einer Höhe von rund 2 Kilometer hat der Booster noch Schallgeschwindigkeit, als die inneren 13 Triebwerke wieder sequenziell anspringen und zunächst bis auf etwa 300 km/h abbremsen, bevor die mittleren 10 abgestellt werden und die inneren 3 übernehmen. Als die Triebwerke anspringen, entsteht ein Feuerball und ein Teil dieser Abdeckung wird weggesprengt. Auf späteren Bildern sieht man die sich darunter verbergenden COPVs. Wunderschön zu beobachten waren die Schockwellen in den Wolken, die hier entstanden sind. Hier sei noch angemerkt, dass die inneren 13 Triebwerke über eine Schubvektorsteuerung verfügen. Der äußere Ring mit 20 Triebwerken hat diese Fähigkeit nicht. Die Triebwerke da sind also fix aufgehängt. Für den letzten halben Kilometer kommen nur noch die innersten 3 zum Einsatz. Es ist auf diesen Aufnahmen sehr schön zu sehen, wie sie arbeiten und den Booster zwischen die sogenannten Chopsticks manövrieren. Dieses Manöver ist genauso geplant und gewollt. Während der Booster zwischen den Chopsticks herunterkam, war zu sehen, dass aus dem Versorgungsadapter Methan abgelassen wurde, das gleich an Ort und Stelle verbrannte. Dann konnte man auch noch sehen, wie die Chopsticks mehrmals auf den Booster aufschlagen. Das hat aber keine Schäden verursacht und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht. Ein wenig Kontakt zwischen der Außenhaut des Boosters und den Chopsticks wird sich vermutlich nicht immer vermeiden lassen. Schließlich wurden auch die letzten 3 Triebwerke abgestellt und der Booster senkte sich noch einige weitere Zentimeter ab. Dann hang der Booster da. Völlig surreal. Ein Moment, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Zu sehen waren aber auch mehrere Brände, die alle nach einigen Minuten aufhörten zu brennen. Ich sage ganz bewusst nicht gelöscht, weil ich nicht weiß, wie effektiv das integrierte Löschsystem funktioniert hat und von außen gab es keine Interaktion. Die Brände waren jedenfalls weg und es war klar, dass der Booster nicht mehr explodieren wird. Anhand der Vereisung war noch zu erkennen, wie viel Treibstoff noch in den Tanks verblieben war. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass es sich hier um rund 500 Tonnen handeln könnte. Beim Start war der Booster mit 3400 Tonnen flüssigem Sauerstoff und Methan befüllt worden. Wenn es wirklich 500 Tonnen Resttreibstoff waren, dann hätte der Booster damit rund 360 Sekunden, also 6 Minuten schweben können. Danke Aeneas für die Erklärung auf X. Also da wäre durchaus noch Zeit geblieben, um eventuelle Korrekturmanöver zu fliegen oder den Booster in den Golf von Mexiko zu befördern. Anders formuliert ist hier noch Raum für Optimierung bzw. für eine Nutzlast. Aber die Triebwerke werden noch stärker, die Trockenmasse ändert sich noch in zukünftigen Versionen und der Hot Staging Ring wird in Zukunft nicht abgeworfen. Es ändern sich diese und zahlreiche andere Parameter. Dieser Test ist also eher als ein Proof of Concept zu sehen. Der Start erfolgte um 7:30 Ortszeit und um 13:30 des gleichen Nachmittags war der Booster bereits auf dem Startpad und konnte wieder an die Bodenanlagen angeschlossen werden. Was auch für die Bodenanlagen spricht, die in kürzester Zeit nicht nur den Start, sondern auch die Landung überstanden haben. Während der Booster sicher gelandet ist, begann für das Starship eine ganz eigene Herausforderung. Das Schiff flog über die Straße von Florida und weiter über den Atlantik Richtung Afrika.
Es flog über den Süden Afrikas und über Madagaskar drüber. Währenddessen haben wir ununterbrochen HD-Bilder in Echtzeit erhalten. Alles dank Starlink. Das zweite Missionsziel war es, die Oberstufe intakt und gezielt im Indischen Ozean nordwestlich von Australien zu landen. Dafür musste das Schiff den Wiedereintritt mit fast 27.000 km/h überleben. Damit es überlebt und nicht wie bei der letzten Mission zerbröselt, hatte man alle 18.000 Hitzeschutzkacheln entfernt, einen ablativen Hitzeschutz und verbesserte neue Hitzeschutzkacheln angebracht. Ablativ bedeutet, dass das Material bei extremen Temperaturen kontrolliert abgetragen wird, wodurch es die Hitze absorbiert und so das darunterliegende Schiff schützt. Einige Kacheln hat man bewusst weggelassen und andere Stellen mit unterschiedlichen experimentellen Kacheln versehen. Beim Wiedereintritt entstehen Temperaturen von rund 1400 Grad Celsius. Aktuell ist das noch eine der größten Baustellen, die SpaceX noch zu lösen hat, bevor Starship in Vollbetrieb gehen kann. Bevor das Plasma-Regime losging, waren noch diese unglaublichen Live-Bilder zu sehen. Meine Lieblingsstelle war, als der Mond im Hintergrund auftauchte. Schaut euch mal unseren ewigen Begleiter an. Genug Romantik. 23 Minuten in den Flug hinein erreichte das Schiff sein Apogeum. Also seinen höchsten Punkt des Fluges in einer Höhe von 212 Kilometer. Da begann dann der Sinkflug. Die Geschwindigkeit nimmt zuerst langsam ab. Aber auch hier gilt, mit zunehmender Dichte der Atmosphäre steigen die Belastungen auf das Schiff und die Bremswirkung. Bei Minute 35 richtet sich das Schiff mit Hilfe seiner Lageregelungsdüsen für den Wiedereintritt aus. Wie beim Booster auch, komprimiert das Schiff die einzelnen Luftmoleküle vor sich aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit so sehr, dass sie hier bei Minute 45 zu sehen sind. Da ist das Schiff mit etwa 8 km pro Sekunde unterwegs. Kurz vor der 48 Minuten Marke beginnt sich das Plasma verstärkt aufzubauen und kurz darauf beginnt die Spitzenhitzebelastung, die etwa 10 Minuten lang anhält. Bei Minute 52 beginnt sich die Hitze bei den Steuerflächen langsam durchzufressen. Lange nicht so brutal wie bei Flug 4, aber doch auch. Diese Spitzenhitzebelastung endete etwa 57 Minuten in den Flug hinein. Da begann dann die größte aerodynamische Belastung auf das Vehikel. Also vom Regen in die Traufe sozusagen oder vom Max Heating zu Max Q2. Nach ungefähr einer Stunde werden geschmolzene Edelstahlbrocken sichtbar. Trotz der leicht geschmolzenen Steuerflächen war das Schiff dazu in der Lage, die volle Kontrolle zu behalten, in einen ganz bestimmten Bereich im Indischen Ozean zu steuern und ein sogenanntes Bellyflop-Manöver durchzuführen. Diejenigen von euch, die das Starship-Programm schon länger verfolgen, kennen diese Manöver aus der Zeit der Höhenflug-Testkampagne. Bei etwa einer Stunde und 6 Minuten wird das dunkle Bild durch die Zündung der Triebwerke aufgehellt. Mit ein wenig Fantasie ist zu erkennen, wie sich das Schiff im letzten Moment aufrichtet und in einem leichten Winkel der Wasseroberfläche nähert. Die Telemetriedaten zeigen allerdings nicht an, dass die Triebwerke angesprungen sind, was jedoch vernachlässigbar ist, da sie offensichtlich angelaufen sind. Der leichte Winkel wurde deswegen gewählt, weil man gehofft hatte, einige Bruchstücke bergen zu können, um sie später zu untersuchen. Jedenfalls hat die Live-Übertragung dann plötzlich zu dieser Ansicht gewechselt, die die Wasserung aus einer externen Perspektive zeigte. Die Tatsache, dass sie das resultierende Spektakel aus dieser Perspektive zeigen konnten, beweist, dass sie zumindest auf einige hundert Meter genau gelandet sind. Denn diese Bojen wachsen nicht natürlich aus dem Wasser, sondern wurden vorher von SpaceX dort platziert. Das ist ein großer Fortschritt gegenüber Flug 4. So, und was bedeutet das jetzt alles? Wo stehen wir jetzt? Da sich die Ereignisse dieses Testfluges im Rahmen der Lizenz abgespielt haben, könnte SpaceX rein theoretisch innerhalb der nächsten Tage starten. Was nicht passieren wird, weil allein die Instandsetzung der Bodenanlagen aktuell noch einige Wochen dauern. Im Moment stehen weitere Starship V1 Prototypen bereit für den Flug. Aber es ist nicht klar, ob diese überhaupt zum Einsatz kommen oder verschrottet werden, da SpaceX eigentlich alles erreicht hat, was sie in dieser Phase erreichen wollten. Einige V2 Prototypen befinden sich im Bau und erfordern wahrscheinlich eine neue Betriebslizenz. Neue Betriebslizenz könnte einige Monate Verzögerung bedeuten. All die Lektionen aus diesen Testflügen fließen in den Bau der V2 Starships mit ein. Eine der größten Veränderungen ist,
dass die Steuerflächen weiter Richtung Rückseite des Schiffes wandern. Das wird mit Sicherheit helfen, das Schmelzproblem beim Wiedereintritt zu minimieren. Ich bin ja bekanntermaßen ein unverbesserlicher Optimist. Aber ich befürchte, dass es sein könnte, dass wir jetzt ungefähr bis Januar oder Februar auf den nächsten Flug warten müssen, da dieser schon mit Starship V2 stattfinden könnte. SpaceX könnte sich allerdings dazu entschließen, das letzte Missionsprofil zu wiederholen, um das Ergebnis zu verifizieren. In diesem Fall könnten wir den nächsten Flug schon Ende November sehen. Das bezweifle ich allerdings, da so eine Mission viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt, die sie vermutlich lieber in die Entwicklung von V2 stecken möchten. Außerdem müssen die Bodenanlagen auch für den Betrieb von V2 Hardware umgerüstet werden. Ich kann da natürlich auch völlig daneben liegen. Was denkst du, dass auf uns zukommt? Schreib mir deine Gedanken in die Kommentare bitte. Jedenfalls hat SpaceX deutlich gemacht, dass es weiterhin Ziel ist, bis 2026 Cargo-Schiffe so weit betriebsbereit zu haben, dass sie zumindest ein paar Richtung Mars schicken können, wenn sich das nächste Fenster öffnet. Abgesehen davon haben sie auch vertragliche Verpflichtungen der NASA gegenüber und möchten ebenfalls bis dahin einen Demonstrator der Mondlandefähre auf dem Mond landen. Falls du dir die Analysevideos zu den Flügen bisher anschauen möchtest, findest du Links zu diesen Videos unten in der Beschreibung natürlich. Und jetzt geht noch ein riesiger Dank an alle Kanalmitglieder und Patrons, die den Kanal tatkräftig unterstützen. Ihr ermöglicht diesen Kanal. Vielen Dank. Ich freue mich, wenn auch du Mars-Chroniken unterstützen möchtest, damit wir weiterhin wachsen und gedeihen können. Alle Infos dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Bevor ich mich verabschiede, noch der Hinweis auf die brandneue Mars-Chroniken-Website. Marschroniken.space ist die Adresse. Geh gerne jetzt drauf, teste die Seite auf Herz und Nieren und hinterlasse uns dein Feedback im Forum. Mein Name ist Sirwan und das war Marschroniken. Danke fürs Einschalten, Peraspera ad Astra.